diese Frage sehr heftig an den Kopf geworfen bekommen. Herr Deppert, Sie behaupten doch immer, dass die Grundlagen der Physik aller religiösen Ursprungs sind. Ja, sage ich, das behaupte ich. Das kann auch nicht anders sein. Denn wenn die Physiker versuchen, mit ihrer Physik etwas Sinnvolles zu tun, dann muss es ja in dem, was sie da tun, etwas Sinnstiftendes geben. Und das muss irgendwie verborgen sein in mythogenen Ideen. Ja, und wenn man es nicht glaubt, dann machen wir es eben vor. Dann gucken wir uns etwa den Raumbegriff an, so wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe. Im Mythos waren die Vorstellungen vom Raum ja so, dass jede Gottheit die eigene Räumlichkeit bei sich, mit sich hatte. Jede Gottheit hatte die eigene Räumlichkeit. Die Baalsgötter nicht, die waren meist auf einem Berg oder besetzten eine Stadt. Sie waren an bestimmte Räumlichkeiten gebunden, nicht? Vielleicht sollte ich dann doch nochmal die schöne Geschichte, die ich von Max Jammer habe, aus seiner Philosophie des Raumes erzählen, die im palästinensischen Talmud zu finden ist. Von dem Judenjungen an Bord eines Schiffes im Mittelmeer. Dieses Schiff kommt in große Seenot. Und es sind lauter Kaufleute, reiche Leute da. Und die haben ihre kleine Gottheit immer bei sich. Und die stellen dann ihren Gott vor sich hin, weiß ich, so eine Nachbildung, so ein Gott. Und dann haben sie angebetet, dass der Sturm noch endlich nachlassen möge. Aber Sturm hat nicht nachgelassen. Da kommen sie dann auf die Idee, ja, mein Gott bleibt ja nur zu Hause. Der hört mich gar nicht. Das hat gar keinen Sinn. Dann aber erinnern sie sich, dass an Bord ein Judenjunge ist. Und dass sie wissen von dem jüdischen Gott, dass der überall dort wirkt, wo ein Jude ist. Also sagen sie dem Judenjungen, Mensch, bitte doch deinen Gott Jahwe darum, dass endlich der Sturm aufhört. Naja, und er macht das auch. Bitte seinen Gott Jahwe. Naja, und natürlich, der Sturm hört auf. Er hat es gehört. Dann fahren sie in eine Hafenstadt und gehen von Bord und feiern tüchtig und kommen zurück und finden den Judenjungen immer noch an Bord. Und sagen, wieso bist du nicht mit zum Feiern gekommen? Ach, ich bin ein armer Judenjunge, ich habe doch kein Geld. Und dann sagen sie ihm in dieser Geschichte, du bist doch der Reichste von uns, du hast doch den mächtigsten Gott. Diese kleine Geschichte zeigt, wieso tatsächlich der Gott Jahwe diese Fähigkeit besaß, zu einem übermächtigen, monotheistischen Gott entwickelt zu werden. Und nun zum Raumbegriff. Dieser monotheistische Gott bringt auch seinen Raum, der heute der physikalische Raum ist. Bei Isaac Newton bekommt das noch...